Sehe das? Sie will mir schon Angst machen. Da. Guckt, wie sie guckt. Ich würde trotzdem sagen, ich bin gruseliger als sie, oder? Naja. Die teuflische Nonne. So. Wir geben uns mal ein bisschen Musik aus dem Dings. Ist sehr laut, ne? Heftig laut. So. Das heißt, wir passen den Bums hier mal an. Musiklautstärke machen wir mal 0,7. Ich will natürlich auch nicht zu leise machen, weil. Wisst ihr, was ich meine? Ich will mich ja auch so ein bisschen von den Effekten hier. Ich will ja auch so ein bisschen erschrocken werden hier. Falls sie es schafft, die alte Hexe. Nett, gib ihr Kekse. Hab Bock auf Jumpscares, kenne das Game nicht, aber ich hoffe mal drauf. Ja, also ich habe mir sagen lassen, doch, Jumpscares sind hier an der Tagesordnung. Mach mal für euch ein bisschen leiser. Nur ein bisschen. Habt ihr das gemerkt? Nee, gar nicht, oder? So, Sprache ist schon mal Deutsch, weil sonst würde da nicht Sprache stehen. So, wir spielen. Neues Spiel. Schwierigkeit. Also, Schwierigkeit ist schwierig. Alter, ist sie auch wieder. Geh mir auf den Sack. Ist mir zu laut. Die Mucke. Was zur Feier des Tages bestelle ich allen was? Ich glaube nicht, Shadow. Ah, jetzt. Jetzt kommt's. Ich glaube nicht. Erster Fail heute. Ati, was geht? Schwierigkeit normal. Schwester. Madeline heißt sie, aha, läuft mit normaler Geschwindigkeit. Sie hat ein normales Hör- und Sehvermögen. Sie ist klug. Ah ja. Schwierig. Schwester Madeline läuft schnell. Sie hat ein gutes Hör- und Sehvermögen. Sie ist sehr klug. Okay. Krass. Herr Arti, wie geht's? Stell sie auf das Schwerste. Shadow, du bist ja wieder heute sehr konstruktiv. Was steht denn wohl, wenn wir auf einfach klicken? Also nicht, dass ich es wählen würde, aber ich will einfach mal lesen, was da steht. Schwester Madeline läuft langsam. Items machen beim Fallenlassen weniger Lärm. Schwester Madeline ist nicht besonders klug. Ich würde mal jetzt auf normal klicken, oder? Ich mache jetzt normal. Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Hier konnten wir noch. Achso, Name ändern. Hä? Achso, hier kann ich es nicht ändern. Ich muss hier draufklicken, verstehe. Barbara Campbell. Herzlichen Glückwunsch. Ihr Kind wurde für die kostenlose Teilnahme am neuen Sommercamp dieser Schule ausgewählt. Mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit wird Ihr Kind einen unvergesslichen Sommer erleben. Ich glaube auch. Pauli meint, mach nochmal. Ich vertraue Pauli. Der Elektriker war da. Ich habe einen Claim. Alter, okay, alles klar. Wie kann ich jetzt, also jetzt hier kann ich nochmal Namen ändern. Wir nennen uns Dax. Daxos. Sehr kreativ. So. Zurück. Zurück. Spielen. So. Wartet, 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 Leute. Ich mache für euch wieder. Mach für euch wieder lauter. Und auch für mich.
Ich habe Lampen. Sehr schön. Hast du vorher kein Licht gehabt? Warst du immer im Dunkeln? Kann ich mich schon umsehen? Nein. Genau, fahr mich ruhig an. Was hat er denn da im Gesicht? Warum leuchtet er? Was ist mit ihr? Sollte das jetzt schon gruselig sein? Sollte ich mich erschrecken? Huch! Also falls ich... Ich muss was lesen, warte mal. Ich muss mich ordentlich verhalten. Ich bin Daxos. Und ich verhaspel mich bei meinem eigenen Namen. Geil. Und ich werde mich benehmen. Okay. Was sollte ich jetzt da dran schreiben? Verstecken. Warum sollte ich mich verstecken? Hier wird niemand versteckt. Kurze Ansage, falls ich nicht jede Nachricht im Chat lese oder so, keine Ahnung, dann liegt es daran, dass ich einfach nicht mehr gewöhnt bin, den Chat zu lesen. Aber du musst deinen Namen noch sehr häufig lesen, lol. Warum ist hier alles blutig? Hallo? Hallo? Lasst mich raus! Ich will hier nicht sein! Mutti! ja. Und vielleicht auch, weil ich so ein bisschen immersiv, also ich versuche natürlich immersiv hier reinzukommen. Alter. Haben wir schon die erste Nachricht, die hier weg muss. Ich streame doch noch nicht lange. Wo kann ich das hier löschen? Warum habe ich keine Mod-Ansicht? Ja. Entschuldigung. Tschüss. So. Brauche keine Mods, ich kann das alles selber. Heute noch gar keine OnlyFans-PN bekommen, lol. Warum ist hier alles blutig? Habe ich meine Tage? Bin ich ein Mädchen? Das ist, glaube ich, schlecht, wenn ich das sage. Okay, ich nehme es zurück. Was kann ich hier machen? Der Schacht interagieren. Aha, aha. Wer ist das? Ist das sie? Ist das Madeline? Die Mausempfindlichkeit ist sehr hoch. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Seltsames Gerät. Nichts passiert. Ey, erstmal auf den Knopf drücken. Könnte ja eine Bombe sein, ne? Okay. Figur, interagieren. Left-Button fallen lassen. Hallo? Ich hab was kaputt gemacht. War da was? Hallo? Consequences of your actions. Sorry. Okay, also sie haut uns, wenn wir was kaputt machen. Ja, ich habe ihn direkt gebannt, deshalb sind die Nachrichten auch gelöscht worden. Ich muss mich ordentlich halten, ich bin Daxus und ich werde mich benehmen. Okay. Also, wir haben keine Figur mehr. Ist das jetzt gut oder schlecht? Habe ich jetzt schon irgendwie ein Item versaut? Komm, wir spielen das jetzt serious. So.
Ach, Mist, Mist, Mist. Jetzt habe ich das genommen und kann es nur fallen lassen? Warum? Wenn ich es aufs Bett fallen lasse? My Lord. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ab in den Schacht. Mach die Tür zu. Mach sie zu. Los, los, los. Oh Gott, sie kommt. So. Hallo. Das macht ja auch ein Geräusch, ne? Boy with blue hands. So. Ach, hier ist auch ein Schacht. Lol. Dann gehen wir da rein. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich bin. Ja. Hallo? Oh, hier ist auch eine Figur, die ich kaputt machen kann. Philippa, is that you? Ja, komm noch her. Komm noch her. Komm her. Komm. Bin ich in den Räumen sicher? Ich glaube, mit den Sachen kannst du ablenken. Ja, ich glaube auch. Okay, was ist aber das Ziel? Was ist das Ziel? Ich muss abhauen oder was oder wie? Oder wer? Das Ziel ist, ich muss abhauen. Glaube ich. Aber ich weiß von nix. Wo bin ich denn hier? Ist auch schwer zu orten, wo sie ist. Ich glaube, da so. Wer? Ich. Mahlzeit. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Aber was soll ich denn? Ach, sie kriecht da auch rein, oder was? Was hat sie denn? Also in dem Alter hätte ich auch gern solche Bänder. Die kriecht da einfach rum. Ist das Game zu laut für euch, oder? Ich wollte mich eigentlich verstecken. Aber sie weiß, wo ich bin. Ja, ich ergebe mich, komm. Gute Dinge. Eagle Junior High School with good girls and boys. Ist ja ein bisschen wie Outlast. Oh, Outlast habe ich den Anfang, glaube ich, auch gespielt, als es damals auf PS4 rauskam. Ich hoffe, ich verwechsel das Game nicht, aber ich glaube, ich habe das damals gespielt und wir könnten natürlich auch der Blutspur folgen. Ist ja eigentlich ein Timer? Hört sich so an, ne? Hallo? Ich muss mal. Aha! Nein! Hat sich erledigt.
Ich habe die Toilette gefunden. Alles klar. Im Stream gespielt oder YouTube? Für mich. Sowas mache ich auch noch. Ab und zu. Also damals hatte ich noch keine, damals hatte ich noch keine Kanäle, als das. Bist du auch uralt, oder? Ein Ausrufezeichen. Nee, alles klar. Hat nichts mit euch zu tun. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Nee. Okay, ich bin wieder drin im Game. What? What? Hallo? Oh. Wir haben uns getroffen im Kanal. Write a million times that you will be good. Ist uralt, ja. So difficult. Tag 4. Okay, soll ich vielleicht... War das jetzt geskriptet, dass ich eigentlich keine Chance habe? Oder wird es jetzt härter? Den Schacht kann sie auch hören. Naja, glaube ich mal. Also zumindest, es macht ja mal Klatsch. Es ist ja nicht so, als ob ich das irgendwie so fein runterlege und dann reinkrabbel, sondern ich mache das so Klatsch auf. Und sie kommt und hört das. Ja, natürlich hört sie das. Also hier ist Blut, da ist Blut. Wir müssen, glaube ich, so ein bisschen Try and Error... Oh, hier brennt's. Wir müssen, glaube ich, so ein bisschen Try and Error hier durchgehen. Ja. Was ist das? War das eine Ratte? So. Woher weißt du denn, dass ich hier drin bin? Der hat doch Warhack oder so. Mach's doch leiser einfach. Das ist ein guter Tipp. was passiert, wenn die Tafel voll ist? Kriege ich dann richtig Ärger? Wir gehen mal hier lang. Und dann hier lang. Hier ist ein Buch. Böse Frau. Oh, hier bin ich draußen. Oh, ich bin draußen. Ich hab's geschafft. Hier Fotomodus. Okay. What? Wie kann ich denn zum Spiel zurückkehren, P? Warte mal. Kann ich die Tür auch zumachen? So von wegen so. Du findest mich nicht. So. Duscht? Nein. Eigentlich wäre es, glaube ich, schlau, hier unter den Fenstern durchzukriechen, oder? Aber ich bin so ein Spanner. Ich muss überall reingucken. Könnte ja sein, dass die da hockt und... Vielleicht ist sie gerade selber auf dem Top. Ich brauche einen besonderen Schlüssel zum Öffnen. Aha! Ich bin also doch nicht frei. Gewitter, ey. Hör auf, Geräusche zu machen. Du machst mich nervös. Hallo? Neustadt? Ich meine, wäre jetzt nicht so wild. Ja, also du meinst jetzt, Sabrina, du meinst jetzt, wenn die Tafel voll ist, oder? Gewitter? Über Neues? Aber gruselig ist das Spiel eigentlich nicht. Ja, Shadow, das ist, glaube ich, dem Grund geschuldet, dass ich hier dieses Spiel so ein bisschen so spiele, weil ich hab halt keine Angst. Ich habe noch nie in meinem Leben Angst gespürt. Ich bin der furchtlose Dachs.
Und weil ich das jetzt so runterspiele, macht das Spiel für dich einen sehr harmlosen Eindruck. Aber wenn du das selber spielen würdest, hättest du dich, glaube ich, jetzt schon dreimal in die Hose gekackt. Bin ich mir sicher. Diese Tür ist verschlossen. Okay, cool. Ich glaube nicht. So. Spielt das irgendjemand freiwillig? Also ist da jemand so scharf drauf, wie so Horrorfilme gucken, dass das irgendjemand freiwillig spielt? War sie da? Nein. Oder ist das halt nur so ein Spiel, was Leute im Stream oder im Video spielen? Lead me to the source of this mysterious sound. Ja. Okay. Mach mal hier zu. Boah, das ist so ein ich renn vor dir wegraum. Weißt du, was ich meine? Kommt jetzt gleich durch die Tür und dann kommt die hier lang und ich lauf da drum und hau da wieder ab. Oh, hallo. Kann ich auch rennen, oder? Ich muss hoch. Vielleicht ist oben irgendwas, was mir hilft. Ist das eine Sicherung? Eine Sicherung klingt erstmal... Kann ich mich hier irgendwo... Kann ich sie irgendwo loswerden? Klatsch! Ich bin schon mal in der zweiten Etage. Ist das gut oder schlecht? Dieses Haus hat auch eindeutig zu viele Türen. Ich weiß gar nicht, wo sie überall sein könnte. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe auch gar keine Orientierung. Ich muss jetzt auf gut Glück irgendwas finden hier. Ja, krabbel da ruhig rein, du. Oh, scheiße. Klatsch. Vielleicht doch wieder unten? Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Also, ich will mich jetzt nicht verstecken um des Versteckens Willens, sondern damit ich einfach mal kurz sagen kann, hier leckt mich an die Füße. Eine Map. Nee, nicht wirklich. Ich kann ja nichts außer mit den Sachen zu interagieren. Dead Space finde ich gruselig, okay. Sonst hatte ich total Angst, selbst beim Zuschauen. Harti, viel Spaß im Lurk. So. Ich habe eine Sicherung. Was muss ich mit der Sicherung machen? Muss die laut fallen lassen? Ist ein Kreuz. Also, Alter, was ist denn hier für eine Bude, ey? Hallo? Also, könnt ihr hier mal das Jugendamt reinschicken? Ich weiß nicht, was ich mit der Sicherung machen soll. Ah, hier, guck mal, Knopf. Kein Strom. Ah, ja. Und wo führt die Leitung lang? Ah, für Dumme. Okay. Darüber. Hier ist ein Handabdruck. Ah, lol. Auf. Macht das alles Geräusche? So. Macht das, also hat das jetzt, war das jetzt dieses Klavierding, war das jetzt auch für die hörbar? So.
Also, ich habe schon mal eine Sicherung reingedreht. Irgendwo habe ich noch eine gesehen. Aber fragt mich nicht mehr wo. Da, wo, lol. Niemand weiß, dass ich hier bin. Und was ich hier so mache, das geht niemanden was an. Also wenn sie jetzt irgendwie so neben mir auftauchen würde und würde übelst schreien oder sowas, dann würde ich vielleicht mal kurz, ganz kurz, vielleicht mal zucken oder so. Aber sonst passiert ja nichts. Noch nicht. Hallo? Hallo? Zwei Sicherungen habe ich schon. Dein Ende naht. So. Gibt's hier noch eine Sicherung? Sicherung. Nö. Ja? In dem Schrank? Auf dem Schrank? Nö. Sind die so krass versteckt oder geht das? Das Ding ist, wenn du einmal diese Türen geöffnet hast hier überall, dann macht das ja no sounds, hier einfach durchzulaufen, glaube ich. Was ist das hier für ein Raum? Toilette? Sicherung? Hallo? Böse Tante? Böse Tante? Da. Da drüben ist ja noch eine Tür. Achso, warte mal. Wenn ich den Knopf drücke, gehen beide Türen auf, hoffe ich, oder? Dann bin ich ja nur... Wer erster sein möchte, wird letzter sein. Und Diener aller werden. Aha. Bist du jetzt hier oben? Hallo? Böse Tante? Don't make any more noises, brat. Lol. Natürlich habe ich das Bild umgeworfen. Mahlzeit. Oh, ich dachte, ich kann dran vorbei. Schade. Behave better, or the Lord will punish you again, child. Kommt die Sicherung hin? Wo ist die alte? Ich kenne das nur, dass man die nur am Poppes hat. Ich hätte die Maske jetzt gern so als Stream-Accessoire, so dass ich mir die jetzt so drauf mache. Die sah wirklich krass aus. Flucht durch den Haupteingang. Ach so, okay, wir können hier eine Menge freischalten, verstehe. Das war jetzt erstmal ein Loose. Schlechtes Ende in der Wäscherei. Komme durch den Haupteingang. Entkomme durch den Haupteingang, ohne auch nur einmal gesehen zu werden. Krass. Entkomme in schwierig oder extrem. Extrem gibt's auch. Innerhalb eines Tages durch den Haupteingang. Entkomme in extrem durch den Haupteingang. Entkomme durch die Vordertür, ohne den Alarm auszulösen. Entkomme versteckt im Lastwagen, Alter. Let's go, spielen wir extrem. Ich glaube auf jeden Fall, dass, was kann ich jetzt hierbei weitermachen? Alter, extrem. Schwester Melanie rennt extrem schnell. Sie hat ein überragendes Hör- und Sehvermögen. Sie ist unheimlich klug. Also ich würde mal schwierig ausprobieren. Für euch. Mm.
Der Typ, ist der, hilft der uns vielleicht? Ich glaube ja. Weil der hat ja immer so, der macht ja mal so die Handabdrücke und das sind meistens so Tipps oder so. Was ist das eigentlich für eine Leiter? Ich denke mir gerade so, das ist doch eine Leiter, warum geht's hier hoch? Ist das für eine gelbe Tür? Also ich kann die auf jeden Fall nicht aufmachen. Warte mal, da drüben ist ein Brief. Mit dieser Hand. Vielleicht steht da was drin, was wir brauchen. Nee, warte mal, wo ist mein Zimmer? Da. Vor dir haben sich schon andere hinters Licht führen lassen. Ich werde dir helfen, wenn du mir versprichst, bis zum Ende auf meinen Rat zu hören. Folge meinen Hinweisen. Aber guckt sie jetzt? Guckt sie jetzt, warum die Tür offen ist? Oder kann ich die Tür einfach zumachen? Also sie brüllt jetzt auch nicht rum, dass sie da die Tür gehört hat, ne? Naja, okay. Die Toilette, ey. Warum muss da in den Top reingekackt werden, ey? Sie sucht mich doch. Zack, Klatsch. Entschuldigung. So. Also, Tab-Missionsliste. Aha. Überquere die Brücke. Finde drei Sicherungen, platziere sie im Sicherungskasten im zweiten Stock, um den Strom wieder anzustellen. Und das Metalltor zu öffnen. Zwei hatte ich ja schon gefunden, also wären es nur eine gewesen. Eine Sicherung befindet sich in der Küche, einem Esszimmer und einem Zimmer der Nonne. Oh. Welches ist das Zimmer der Nonne? Hätten wir eigentlich die Zeit damit an den Tab drücken? Ja, tatsächlich. Okay, also Tab ist unsere Möglichkeit, mal kurz nachzudenken. Folge nach der Überquerung der Brücke den Ratschlägen auf den Gemälden, die du im Zimmer neben dem Haupteingang der Schule findest. Du wirst ein langes Item benötigen. X-Dose. Da muss etwas Wichtiges drin sein. Sie lässt sich nicht öffnen. Vielleicht geht sie auf, wenn du sie vom höchstmöglichen Ort fallen lässt. Also, das mit den Sicherungen ist natürlich so ein Ding, ne? Hat die ihr Zimmer hier oben oder? Oder eben nicht? Eigentlich dumm. Da sind die Türen offen. Ich muss ja sehen, wenn sie kommt. Hallo? This hurts me more than you. Ist klar, glaube ich dir nicht.
Lass die Türen mal lieber offen, ja. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das macht Sinn. Weil dieses, das ist ja, also klar, dein erster Instinkt ist, in den Raum zu laufen, die Tür zu machen. Hallo? Weil dann kannst du im Prinzip, ja, du, also theoretisch in der Realität kannst du ja die Tür zuhalten und dann kommt die nicht rein, so. Außer die ist der Hulk. So. Aber es macht natürlich in dem Game hier keinen Sinn, weil die macht ja einfach die Tür auf und dann steht sie, die macht die Tür auf, ist da und haut dich. Das heißt, lieber Türen offen behalten, dann kannst du noch das rote Licht so sehen. Die Dinger sind noch offen. Ja. Nicht schlecht. Wo ist Ihr Raum? Da oben oder unten? Deine Mutter, ey. Hoffentlich hat sie mich nicht gesehen. Sonst wäre das wieder ein Leben, was verloren ist. Wo könnte ich wohl sein? Verpiss dich. Komm schon. Tschüss. Du hast die Tür offen gelassen. Sieht. Mann, ist die groß. Ja, die ist tatsächlich echt. Also, dass die passt gerade so durch die Tür. Ist sie nur in der Nähe, wenn man das Summen hört? Das ist auch noch eine Frage, ne? Also, ich denke mal. Das Summen ist ein guter Hinweis. Aber es ist nicht alles. Nicht alles Gold, was glänzt. Oh, ach nee, das ist der Entkommenraum. Warte mal. Kann ich mich auch dran verstecken? Lol. Okay, das Verstecken muss ich mir auch merken. Ich glaube nämlich nicht. Die summt nämlich ganz oft nicht. Das ist auch so ein Ent... Oh, das ist ja hier so ein richtiges... Siehst du? Die hat erst zu summen angefangen, da war die schon, da war die, da habe ich schon ihren Atem gespürt. Ja, geh weg. Da ist die Sicherung. Die eine, die ich noch nicht gefunden hatte. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie nach oben kommen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Wo ging es nach oben? Ah, hier. Lol. Und dann mussten wir hier und dann, glaube ich, rechts. Mahlzeit. Wo mussten wir jetzt die Sicherung hinbringen? Erstmal müssen wir sie loswerden, ne? Wir müssen sie erstmal loswerden. Wo werden wir sie los? Wie werden wir sie los? Give me strength to hunt this abomination. Klatsch, klatsch! Erstmal alle Türen hier auf, dann auf die Toilette. Dann hier hoch? Kann ich da hoch? Nein. Oh, jetzt ist natürlich, jetzt brennt der Stuhl. Oh mein Gott. Da hat sie mich. You'll meet
Bin ich jetzt sicher nochmal? Oh mein Gott. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Tag 3. Ah, jetzt weiß ich auch, woher das Blut kommt. Das ist mein Blut. Weil immer, wenn ich versage, kriege ich auf den Sack und dann schleift die mich hier rein und dann blute ich in mein Bett voll. Toll. Jetzt weiß ich trotzdem nicht mehr, wo die Sicherung war. Luke auf. Aus. Hallo? Wo ist die Sicherung? Was ist ein Brief? Zeit. Wir gehen mal hoch. Wo war der Sicherungsraum? War der Sicherungsraum? Doch hier. Stimmt. So. Könnte sein, dass die noch irgendwo dann liegt, da wo ich ertappt wurde, ne? Das könnte sein. Dann habe ich es aber auch zumindest schon mal hochgebracht. Gucken uns mal oben. Hier bin ich langgelaufen, ne? Glaube ich. In der Küche war doch auch eine. Oder hatten wir die eben aus der Küche? Ja. Scheiße. Ja, ich bin in die Sackgasse reingelaufen. Ach, Mann. Okay. Letzter Tag. Ja, das motiviert mich ja. Unhöflich ist die. Sehr unhöflich. Wenn sie mich jetzt einfach so erwischt. Ach nee, wir müssen hoch. Oder sie kommt mir auf der Treppe entgegen. Okay, du kannst auch einfach um den Tisch drum rumlaufen. Aber nö, ja, mach ruhig dein Ding. Kein Problem. Wo habe ich denn die Sicherung fallen? Da ist die Sicherung. Ja. Nein, bück dich doch mal. Bück dich. Deine Mutter rennt. So. Hier. Genau. So, jetzt müssen wir ein bisschen taktisch vorgehen. Es gibt jetzt nur noch eine Sicherung. Ich dachte eigentlich, ich habe die in der Küche. Aber die Küche. Warte mal. Das ist ja das Esszimmer, ne? Where is the kitchen?
Bücher. Da. Lol. Okay, okay, okay. So. Macht jetzt bestimmt richtig viel Sound. Nee. Hat's gar nicht. Come here, Brat. Ich wollte doch nur dran vorbei. Ah. That is pure mercy. Ich war so close davor. Good night, little one. Dream with angels. Ja, die Sicherung stecken danach noch, aber jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich ganz von vorne anfangen. Ende, süße Träume. Jetzt extrem oder normal? Nee, wir bleiben auf dem Schwierigkeitsgrad. Ich finde den okay. Ich finde den okay. Können wir das skippen irgendwie? Spacebar gedrückt halten. Zum Überspringen. Okay, Tag 1. So. Lass es ihn zumindest einmal schaffen, ja. Die Frage. Do you think you're behaving like a good child? Du bist ein guter Schalt. Natürlich nimmt sie den Schacht. Natürlich bin ich hier schon wieder auf Sekunde 1 hier drauf angewiesen, dass ich hier renne wie eine kleine Maus. So. Leck mich an die Füße jetzt. Gut jetzt. Genau, genau. Wir haben die Missionsliste. Wir brauchen die Sicherung aus ihrem Raum. Wo ist ihr Raum? Ich glaube, das hier, wo es kaputt ist, ne? Weil die ist ja so, die hat keine Tür benutzt, die ist einfach hier so raus. Die Dumme. Hier ist keine Sicherung. Oder bin ich doof? Was ist denn die Sicherung? Hallo? Wo ist ihr Raum? Ja, H. Du bist H. Da ist ihr Raum. Da ist die Sicherung. So, wo ist die Treppe? Die Treppe war doch auch hier irgendwo da. Und dann? Da drüben. Da ist der Handabdruck. Hier müssen wir rein. So, sie ist nicht hier. Dann machen wir das Ding auf. Feuern die Rüstung, feuern die Sicherung da rein. So, dann brauchen wir von hier eine Sicherung. Das blendet aber auch hart, ne? Wo ist die Sicherung von hier? Doof? Bin ich doof? Die lag da hier auf den Tischen. Bin dumm. Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal die hier von hier. Wo ist die hin? Da. So. Muss jetzt das Ding mit der Hand? Die lag doch hier im Esszimmer. Bin ich blind, Leute? Muss doch hier irgendwo sein. Vielleicht hier drin? Ja, lol. Liegt also irgendwie immer woanders, ne?
verpiss dich wieder. Ich geh weg. Ich weiß, dass du da bist. Sind immer woanders, ja. Also die sind jetzt nicht irgendwie, man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, dass sie am selben Platz sind. Okay, das wird der Run. Tag 1, alle Türen finden, die man öffnet. Alle Türen öffnen, die man findet, lol. Könnte man natürlich auch machen. Nur im selben Raum. Naja, das, also das vermute ich jetzt mal, weil die, die Notiz ist ja immer dieselbe. Eine ist in der Küche, eine ist im Esszimmer und eine ist in ihrem Raum, so. Wartet, in hier reingehen und den Knopf drücken. Oh! Oh! Okay, okay, sie hat mich. Sie hat mich. Okay, ich gebe mich geschlagen, es war der Erste. Sie hat mich. Ist okay, sie hat sich nicht angekündigt, darum war ich ein bisschen surprised, sagen wir es mal. Sie hat mich. Na gut. Hat sie nur drauf gewartet. Ja, die hatte darauf gewartet, dass ich da das Ding aufmache. Ich hoffe. Ja, muss ja so sein. So. Muss ja so sein, dass die Tür jetzt oben offen ist. Wo ist sie denn? Wenn sie... Alles klar. Sie kommt von da, wo ich hin muss. Klatsch. Klatsch. Sie ist genau hinter mir. Ich weiß das. Klatsch. Auf die Tür. Klatsch. Oh. Renn einfach. The Lord Baphomet has led me to you, my wayward child. In meinem Kreislauf und über die Brücke. Shadow, ja? Du bist richtig obvious man heute. Mach ich beim nächsten Mal. So. Hallo? Hallo? I haven't heard that. Ja, dann komm doch her. Komm her. Na, komm her. Komm her. Komm her. So. Hier hoch. Ja, deine Mutter macht mich angry. Wo muss ich hier lang? Falle! Mann! I can hear your parents crying from here. Okay, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Es ist jetzt der letzte Tag. Wir müssen uns konzentrieren. Letzter Tag. Nee. Wie es aussieht, bin ich da noch nicht draußen. Das ist nur das nächste Gebäude. Entschuldigung. Ich habe ja noch gar nicht mit diesen Sachen hier gearbeitet, ne? Irgendwelche Sachen runterwerfen und so. Vielleicht machen wir das mal. Komm.
kommt sie durch den Schacht. Das wär's. Nee. Warte mal, wo bin ich hier eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Hier andersrum. Treppe hoch. So. Sie chillt jetzt da unten. Ich gehe die Treppe hoch. Sie kommt nicht hinterher. Zumindest erstmal nicht. Hast du jetzt Geräusche gemacht? Kann ich nicht hier eine Bärenpfanne platzieren oder so? Oh, okay. Ist verschlossen. Cool, cool. Bin ich hier? Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr weit weg von ihr. Ich bin überzeugt, dass der Run. Könnte wirklich sein. Ich habe Angst, irgendwie die Türen aufzumachen. Dass sie das von ihr von da aus hört. Aber ich muss ja sehr, sehr weit weg von ihr sein. Kommt hier auf einmal Musik? Ich muss mal kurz gucken. Nach oben sehen. Folge der Überquerung der Brücke den Ratschlägen auf den Gemälden. Nach der Überquerung der Brücke den Ratschlägen auf den Gemälden, die du im Zimmer neben dem Haupteingang der Schule findest. Du wirst ein langes Item benötigen. Digga, ich weiß nicht mehr, wo der Haupteingang der Schule war. War ich da jetzt schon? Digga, sie kommt hier rüber. Sie kommt hier rüber einfach. Ja. Kommt einfach hier rüber. Du hast mich nicht gesehen. Hör auf zu glauben, dass du mich gesehen hast. Alte Hexe. Jetzt habe ich die hier drüben. Och, Mann. Ich will komplett den Überblick verlieren. Ja, ey, willkommen in meiner Welt. Ich habe den Überblick verloren. Ich weiß nicht, wo der Haupteingang war, wo jetzt Gemälde sind mit irgendwelchen Rätseln oder sowas. Ich weiß nur, dass wir jetzt hier erstmal sicher sind. Hoffe ich. Was ist denn der nächste Tipp? Danach. Keksdose. Also wir müssen irgendeine Keksdose finden. Übelstes Hogwarts-Schloss. Was? War das laut? Jesus, hilf mir. So. Was hat das Rote Kreuz zu bedeuten? Oha! Oha! Ein großer Raum? Echo! Hallo? Böse Frau? Mach's gut. Bah, verdammt, sie kommt. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo kann ich mich hier verstecken? Nirgends. Natürlich nicht. Bah, oh. Sie hat mich. Das ist doch nicht der Run. Verdammt. Burn in the Ritual Ending. Okay. Okay, ich werde jetzt ins brennende Loch gestopft.
Bist du gemein. Lang lebe der König. So. Aber ist doch schön, wir schalten jeden Run was frei. Ende im Ritualverbrand. Ende in Schwester Madelines Ritual als Grillfleisch. Geil. So. So, Tag 1. Ihren Raum finden. Ich habe schon wieder vergessen, wo der ist. Der nächste Witz, genau. Wir versuchen's. So. Das nehme ich. Auf die Luke. Wo ist dein Scheißraum? Das ist nicht dein Scheißraum. Ich bin beim letzten Mal schon drauf reingefallen. Das ist dein Scheißraum. Da. Sicherung. Tür auf. Wo? Hä? Da ist noch was. Noch ein Hinweis. Nimm am besten an, dass Schwester Mel überall sein kann. Vor allem hinter dir. Das wäre jetzt krass, wenn die mich erwischt hätte. Wenn sie einfach hinter mir ist. So. Richtiger Profi. Das da rein. Wo ist die scheiß Sicherung? Wieder im Schrank. Ja. Natürlich. Medeline. Ja, irgendwas, warte. Irgendwas kam gerade rein. Benno, hey! Danke für den Sub. Wo ist der Alert? Warum? Also ich hab den nur gehört. Warum? Kann ich euch nicht sagen. Wir müssen in die Küche. Warte mal. Die Küche war vom Esszimmer aus. Da. Warte mal, wo war die Küche? Da. Hallo? Schwester Schmedelin? So. Sicherung. Und dann durchs Esszimmer. Ist hier oben irgendwo. Ich höre sie doch. So. Haben wir das zumindest schon mal freigeschaltet? Nee, wir müssen da lang. Guten Tag. Hallo. You. Deine Mutter. So. Nee, das ist eine Sackgasse. The walls won't protect you from heavenly discipline. Ach Mann, nein, nicht runter. Ach Mann. Ich hab mich wieder verlaufen. Aber wir haben schon mal das Tor aufgemacht. Tag 2 und das Tor ist offen. Ist doch gut. Jetzt halten wir Ausschau nach den Gemälden. Folge nach der Überquerung der Brücke den Ratschlägen auf den Gemälden, die du im Zimmer neben dem Haupteingang der Schule findest. Du wirst ein langes Item benötigen. Mm-hmm.
Haupteingang der Schule. Oha, da ist er. Da ist er. Und sie sucht mich. Und sie sucht mich. Und sie sucht mich. Foto weiter. Oh, ich bin festgebackt. Schön. Haupteingang der Schule? Ist der? Einfach mal links, rechts, geradeaus. Suchen wir uns ein Versteck. Wo könnten wir uns denn hier verstecken? Sie sucht mich noch, sie sucht mich noch. Ich hab's nicht geschafft. Ist das dumm? Hier hätte ich nicht reingehen sollen. Da gehe ich jetzt lang. Und sie sucht mich noch, sie sucht mich noch. Da ist sie doch. Ja, ich hätte gedacht, ich habe sie abgedacht. Das ist eine Sackgasse. Und hier ist Kunst. Und da kann ich nicht rein. Und hier auch nicht. Und sie hat mich. Ach, Mann, 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 Mann. Pillow Gaming, wie geht's, wie steht's, na? Ich weiß nicht, was der mit dem Fotomodus will. So, wir haben einen Tag verschwendet. Ja, bei mir ist auch alles gut. Alles gut. Habt ihr gesehen, dass in dieser großen Halle, in diesem Theaterraum, unten da so ein Teil war, wo man vier Bretter abmachen musste? Ich glaube, dass da die Keksdose drin ist, oder zumindest sah das so aus. Dass das auf jeden Fall ein wichtiger Step ist, den wir hier erledigen müssen. Die ist oben. Vertraut mir. Bruder, vertrau mir, sie ist oben. Mich gesehen? Kann sie mich gesehen haben? Muss sie sich ducken, wenn die durch die Tür geht? Nee. Weil sie so ein bisschen so steht, so, ne? Wartest du jetzt, dass ich rauskomme, dass ich mich stelle, oder was? Geh weiter. So, wer hat wohl den längeren Atem? So, wie geht's euch? Was macht ihr so am Samstagabend, außer bei mir zuzuschauen? Ey, diese Dinger hier mit diesem Plastikdeckel hier, der hier so dran ist, ich hasse es. Ich hab letztens gehört, sie ist despawned. Sie ist despawned. Wo war ich stehen geblieben? Wir bleiben jetzt erstmal hier ein bisschen. Ich habe letztens gehört, dass dieser Deckel da dran ist und dass der nicht abzumachen sein soll, damit diese Flasche mit Deckel als ein Stück Müll zählt. Weil vorher war diese Flasche mit Deckel zwei Stück Müll. Und schon ist per Definition unser Müllproblem etwas leichter, weil wir haben aus zwei Stück Müll ein Stück Müll gemacht. Das ist dumm, oder? Die ist einfach despawned. Ey, vielleicht habe ich irgendwas freigeschaltet. Vielleicht habe ich sie besiegt. Durch Ignorieren. Kann doch sein, oder? Das wird's jetzt sein. Ich habe sie besiegt einfach durch Ignoranz. Da ist zu.
Die ist einfach despawned. Und ist jetzt weg für immer. Spiel durchgespielt. Ich kann jetzt alles machen, was ich will. Die spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Die ist einfach weg. So, hier gibt's irgendwo, soll es hier Gemälde geben. Hier gibt's einen Zahlencode. Hör auf, ich höre doch jemanden. Hallo? Hallo, Privatsphäre, ich muss kacken. Aua. Repentance is the only way forward. Dachte, ich wäre sicher. Letzter Tag. Spiel ist ein bisschen anstrengend, finde ich gerade. Also, wisst ihr, was ich meine? Dieses Try and Error geht mir ein bisschen auf die Nüsse. Aber ist okay. Wo ist das Game? Die ist wieder oben. Die kommt mir jetzt wieder entgegen. Oder sie ist drüben. Und kommt mir auch entgegen. Wahrscheinlich ist sie jetzt drüben, weil sie weiß, da muss er ja sowieso hin. Wisst ihr, was ich meine? Die chillt jetzt drüben am Eingang und wartet auf mich. So. Also auf links. Links. Ja, natürlich ist sie links. Da, wo ich hin soll, wo ich hin muss. Natürlich ist sie da. Da muss die Keksdose drin sein. Hundertprozentig. Sackgasse, auch Sackgasse, haben wir gelernt. Hier. Ja. Ja. So. Sackgasse, Sackgasse. Oh. It's useless to run away. I'll catch you over and over again. Ja, also ich verstehe das Spielprinzip, also dass du bei jedem Run irgendwie noch was entdeckst und so immer wieder weiterkommst. Also wir sind ja jetzt schon, wir haben ja jetzt schon Knowledge aufgebaut, sag ich mal. Schmeißt du mich jetzt vom Dach? Das müssen wir mit der Keksdose, glaube ich, auch machen. Weil da stand ja irgendwie, dass man das von einem hohen Dings runter... Alter, ja, ich spiele einfach Golf mit mir. Sie spielt einfach Golf mit mir. Ich bin mit Schwester Madeline Golf auf dem Dach, aber lass sie statt des Balls deinen Kopf schlagen. Okay. Nochmal. Wo ist ihr fucking Zimmer? Ja, was war das? Du weißt doch, was das war. Du weißt doch, dass ich das war. Gib mir die Sicherung. Deine Mutter. Ach, Mann. Your defiance has come to an end, dirty rat. Die Sicherung liegt da, wo ich sie eigentlich hätte finden sollen.
Das war auch schon wieder ein richtig dummer Tod jetzt. Also ein Tod. Mir langsam mal das Muster merken hier. Und doch alles nix. Stimmt, wir müssen jetzt wieder die Tracking-Sicherungen da überall reinmachen. Rein damit. Wieder im Schrank. Du kannst mich doch gar nicht von da hinten aus gesehen haben. Hör doch auf. Hör auf zu lügen, ey. Oh. Ja, hier muss ich rein. Gegenstände ins Gesicht werfen geht bestimmt auch nicht. Nicht, dass ich wüsste, ich kann die nur fallen lassen, sehr lautstark. Ich kann die nur fallen lassen. Alec Pandas, wie geht's, wie steht's, na? Irgendwo habe ich die jetzt fallen lassen. Aber frag mich nicht mehr wo. War die Sicherung aus dem hier, ne? Digga, was krauchst du da unter dem Tisch hervor? Oh Gott, hier habe ich so irgendwo fallen lassen. Ich weiß, ja. Da vorne liegt sie. Moin. Ach, Mann. Nein! Ich hab zu früh gecrouched. Na, Mann. You can't escape the clutches of divine justice. Ja. Geht. Super Game. Entschuldigung. Auf die Tür. Aus. Hoch. Wo war die Küche? Da. Your disobedience ends here, child. War Eva verkorkst daran. Die will mich töten, ja. Die spielt jetzt wieder Golf vom Dach mit mir. Ist ja süß. Stimmt. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Zufall, was da für ein Ende kommt. Und wir haben jetzt zufällig zweimal hintereinander dasselbe bekommen. Also, ich fände es schade, wenn das einzige, also wenn das die einzigen 3-4 Enden gewesen wären, die wir jetzt gesehen haben. Oh Gott. So.
Einmal konnte sie mich schon erschrecken. Einmal. Ja, ich kann dich auch hören. Ich muss hier lang. Deshalb, Alter. Nein, nein. Wo bin ich hier? Ich hab mich verlaufen. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Das rote Licht gesehen. Hat sie mich gesehen oder nicht? Ja, sie hat mich gesehen. Finally, you're within my grasp. Jetzt weiß ich nicht, wo die Sicherung ist. Es war auf jeden Fall nicht mein Raum. Hoffe ich, glaube ich, weiß ich nicht. Oder war es mein Raum? Wir gucken mal. Ich bin mir nämlich nicht mehr so sicher. Das wäre jetzt witzig, wenn ich die Sicherung hier in meinen Raum gelassen hätte. Du dumme Kuh. Sicherung 1. Ihr habt sie auch gesehen, oder? Guck mal, jetzt liegt die Sicherung nämlich da drüben. Mich nämlich verarschen. Spielen wir mich nämlich verarschen? Aber ich lass mich nicht verarschen. Hallo? Böse Tante? So. Jetzt Küche. Küche, 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 Küche. Hallo in der Küche. Ich bin in der Küche. Hallo, wo ist meine Sicherung? Wo ist meine Sicherung? Digga, wo ist die Sicherung? Hallo? Hallo? Die Sicherung? Ja, deinem. Das gibt's doch nicht. Wo ist die Sicherung? Immer noch hinter mir her. What did I just hear? Toll, toll! Was machst du denn hier? No more running. No more hiding. Was hast du hier getan, dass sie so böse auf dich ist? Ich weiß es auch nicht. Ich bin einfach nur da. Die hat anscheinend ein Problem mit mir. Aber ich kann nicht sagen, warum. Aber irgendwie... Also... Die Sicherung in der Küche macht mich jetzt wirklich platt. Wo könnte die sein? Wir waren doch jetzt in jedem Raum. Und also in der Küche, in jedem Küchenraum sozusagen... Und die Sicherung war einfach nicht da. Warum nicht?
So, wir gehen jetzt nochmal in die Küche. Küche war da lang. Ja, genau da, wo sie herkommt, ne? Ja, komm, crouch unter dem scheiß Ding davor. Wo war die Küche? Da. Mann, hast du nichts Besseres zu tun, als mich zu verfolgen? Hier ist keine Sicherung. Nein, ich will nicht runter. Hässliche Frau, bitte. Such dir ein Hobby. Danke. Also, das Versteck von der Sicherung konnte ich mir jetzt auch wieder nicht merken. Weil das war wieder so random. In irgendeinem Schrank. Das war ganz schön laut. Ach, nee. Ja, toll, da kommt sie ja natürlich schon runter. Natürlich ist sie schon hinter mir. Natürlich ist sie hinter mir. Wo sollte sie sonst auch sein? Wenn er sonst keine Hobbys. Außer mich zu verfolgen. Der Raum ist scheiße. Der Raum ist auch scheiße. Weil den kann ich zumindest ein bisschen nutzen. Ach. Ja, ich will mal hier in Ruhe die Dinger rausmachen da. Lass mich doch mal hier einfach mal und so. Wo bin ich jetzt? Hier war ich noch nicht. Ach Mann. Leck mich doch an die Füße, ey. Oh, ich will raus. Eagle Junior High School with good girls and boys. Letzter Tag, Leute, letzter Tag. Ich habe die Sicherung reingemacht, ich habe die Tür aufgemacht. Jetzt müssen wir eigentlich nur nach drüben laufen. Dann muss sie sich verpissen. Und wir müssen die scheiß Keksdose rausholen und irgendwelche Gemälde nach Hinweisen absuchen. Dachte, ich kann noch so drumherum. Ach, Mann. So. Point of no return. Wir stellen jetzt auf normal. Ich habe keinen Bock mehr. Aha, der ist schon wieder. Blablabla. Bla, 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 bla. Kann ich das skippen? Skip, 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 skip. Weiter. So, normal. Willst zumindest einmal schaffen.
Oder? Einmal wollen wir es schaffen heute. Einmal wäre es schön, wenn wir da mal durchkommen. Tür auf. Nachricht. So. Tür auf. Tür auf. Tür auf. Sicherung. Treppe. Treppe. Tür auf. Scharnier, Scharnier, Sicherungskasten. So. Bank, Sicherung. Sicherungskasten. Küche. Hallo, böse Tante? Küche. Sicherung? Sicherung. Hallo, böse Tante? Sicherung. Böse Tante? Sicherungskasten. Zack. Hebel. Hallo, böse Tante? Niemand da. Tür auf. Rüber. Bis jetzt bester Run. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen geschummelt. Also, was heißt geschummelt? Wir haben, ihr wisst, was ich meine. Schwierigkeit und so. So, jetzt kommt sie rüber. Wir müssen... Irgendwo finden wir hier... Hier, die Tür habe ich noch nicht aufgemacht. Nee. Was ist hier eigentlich drin für eine Bolognese, ey? Ah, sie kommt. Kommt. Was, um Nägel zu entfernen? Oh. Ah. Eine Brechstange. Wir müssen eine Brechstange finden. Was? Notiz. Das lese ich euch nicht vor. Genauso wenig wie das hier. Er hat bestimmt so ein bisschen Background-Story von ihr. Aber das brauchen wir nicht. Hier ist ein Schloss davor. Hier ist der Saal. Aber im Saal selber finden wir auch keine Brechstange, oder? Geige? In the name of all that is sacred, reveal yourself. Nicht dumm. Bin so dumm. Pass das Musikinstrument an. Das macht bestimmt keinen Sound. Ah, guck mal. Guck mal. Hör zu. Hier sollten wir rein. Ah. Warte mal. Was, wo? Kreuz? Ach da! Komm ich da hoch? Ach hier. Cool. Die Decke ist kaputt, sehr verdächtig. Vielleicht kann ich mit einem langen Item dagegen schlagen. Auch halt diese scheiß Brechstange. Nein, hier wird nicht geschummelt. Ich habe nur auf normal gestellt wieder. Wir brauchen halt von irgendwoher eine Brechstange. Digga, hör auf, Türen aufzumachen. Ist gar nicht cool.
chillt sie. Hier ist eine Dax Daxos. Das ist meine Tür. Alles klar. Wir brauchen eine verdammte Brechstange. Deine Mutter, Alter. Ah, deine Generation war auch nicht gerade die beste. Eigentlich deine Generation. Besen. Damit hau ich sie jetzt kaputt. I wouldn't go there if I were you. Ich in der Ecke mit dem Besen in der Hand. Komm ruhig, komm. Wisch dich weg. Wir haben auf jeden Fall ein langes Item. Weiß aber nicht, was man damit jetzt machen soll. Wir können natürlich wieder das Loch in der Decke suchen. Wenn ich das wieder finde. Das war hier, ja. Mach es leise. Schön leise, Digga. Schön leise. Ja. Damit einfach eine über. Geht das nicht? Natürlich hast du das gehört. Ja, natürlich hast du das gehört. So, jetzt verpiss ich mich. Jetzt weißt du nicht, ob links oder rechts. What? Hier kein Tipp. Oh, du weißt, wo wir hin? Schön. Findet mich hier hundertprozentig. Oder, ey, das ist ein super Versteck eigentlich. Ist einfach zu dumm, hinter die Couch zu gucken. Geil. Next time I'll teach you how to be good. Ey, langsam muss ich mir das aufschreiben. Warte mal. Falls wir jetzt irgendwie den Run verlieren sollten. Wir haben die drei Sicherungen. Das habe ich drauf. Die tun wir rein. Und dann müssen wir den Besen finden. Der ist am Haupteingang links, genau. Das steht ja in den Dings auch drin. Nee, warte mal, das ist nicht der Raum für den Besen, sondern das ist der Raum für das Teil, was wir jetzt haben. Und den Besen finden wir in diesem Raum hier. Der Besen war ja hier drin. Ja. Okay. Und was mache ich jetzt mit der Keksdose? Die sollten wir irgendwo runterfallen lassen, ne? Und die Frage, wo? Und wie kommen wir nach oben? Don't touch my things. That box is ja, ja, ja. Deine Mutter ist, und so.
Wenn man sich darauf verlassen könnte. Hier geht's runter. Sollte ich hier runtergehen? Sind einfach so Brennöfen. Das ist kein Ding. Komm ruhig hier runter. Komm, komm noch ein Stück. Ich bin hier. Hallo. Hallo. Hier bin ich. Hol mich doch. Bleibt sie jetzt da stehen oder geht sie auch weg? Wir gucken noch mal kurz. Keksdose. Da muss etwas Wichtiges drin sein. Sie lässt sich nicht öffnen. Vielleicht geht sie auf, wenn du sie vom höchstmöglichen Ort fallen lässt. Ah. Vielleicht müssen wir noch mal raus und da irgendwo von der Treppe runterfallen lassen oder so. Die Dose klappert halt auch noch. Hier müssen wir. Nee, warte mal. Wo mussten wir denn jetzt hier raus? Nee. Hä? Nee. Hier war ich doch schon mal. War ich doch schon mal. Ja, jetzt kommt sie. Und ich habe die Dose irgendwo runterfallen lassen. Und ich kann sie ganz gut outplayen. Geil. Wie komme ich da hoch? Muss irgendwo hochkommen, ne? Muss irgendwo hochkommen. Ist ja nicht, vielleicht gehe ich erstmal ohne die Dose. Hau die mal dahin. Und such mir erstmal eine Stelle, wo ich hoch kann. Also wo muss ich hier lang? Wisst ihr, was ich meine? Auf die Eier. Das ist auf jeden Fall nicht die Dose, die da rumradaut hat, sondern das Brecheisen. Umstand. Hier ging es runter? Stimmt. Ich muss mich erstmal hier drüben orientieren. Hier ging es da lang, ja. You're messing everything up. Come back with me. Nein, ich will nicht mit dir kommen. Mann! Geh doch mal weg.
Ach, hier ist der Kunstraum. Meine Schrank ist verschlossen. Ah, hier ging es also weiter. Das ist so ein bisschen so ein Bedroom. Okay, aber hat mir nichts gebracht. Okay, toll. Top. Da war ich schon. Ich laufe nur noch im Kreis. Hier schon? Hier bin ich durch. Okay, hier ist ein Classroom. Hier ist anscheinend mein Raum, aber ich kann nicht rein. Hier drüben war ich noch nicht. Hier ist meine Keksdose. Hier ist auch noch ein Besen. Okay, es gibt also zwei Besen. Wofür auch immer. Vorne ist eine Leiter. Aber. Irgendwo. Kann man hier doch hochkommen. Look at you, all alone and defenseless. Keine Ahnung, was ich tun soll. Und irgendwo runterwerfen, wo es hoch ist. Ich müsste da in die zweite Etage, aber wie komme ich da hoch? Ich habe hier keine Treppe. Nichts, gar nichts. Dieser Schrank, aber... Ich sehe, da oben ist ja eine Balustrade und da ist auch ein Raum. Aber ich komme da nicht hoch. Wüsste zumindest nicht wie. Wenn ich den Schlüssel finde, kann ich endlich hier raus. Das ist schon klar. Hab irgendwas übersehen. Muss irgendwas übersehen haben. Der Raum. Das ist eigentlich immer noch der erste Run hier. Dafür läuft es ganz gut, oder? Vielleicht doch hier in den Toiletten irgendwas?
Haben wir irgendwas übersehen? Nehmen. Okay. Warum? Warum sollte ich das nehmen? Ist vielleicht hier unten irgendwo? Die ist doch bestimmt hier unten, oder? Vielleicht hier irgendwas übersehen? Warum sollte der Raum hier aufgehen? Um uns einfach zu zeigen, dass die hier verbrannt werden? Oder wieso? Bin gerade so ein bisschen, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen empfänglich, falls hier irgendwas knallt oder kommt von der Seite oder so. Ich glaube, gerade ist so ein bisschen so ein Moment, wo ich sage, jetzt könnte sie mich erwischen. Jetzt, wenn sie mich jetzt erwischt, dann bin ich da oben. Wie komme ich da hoch? Ich versuche mal was. Und zwar mit dem Brecheisen den Kleiderschrank aufzumachen. Frag mich mal, wo der Kleiderschrank war. Ich weiß es nicht mehr. Nee, hier nicht. Bringt uns auch nichts. Dachte vielleicht, dass Brecheisen, also dass man Items sowieso nochmal zweitverwendet. Hier waren wir ja schon. Bolognese-Toilette? Ansonsten... Ja, nix. Böse Frau, hallo. Wo bist du? Das Spiel ist unlogisch. Wer eine Brechstange hat, bekommt auch eine Keksdose auf. Ja, aber die Keksdose müssen wir ja ganz offensichtlich irgendwo runterwerfen. Wisst ihr, was ich meine? Also steht zumindest in den Tipps drin. Schmeiß die Brechstange jetzt hier hin. Ich kann dir auch gleich mal was zeigen, Fräulein. Tja. Ja, das wäre auch logisch, ne? Nur mit einer Stange niederzuknüppeln. Das finde ich auch. Ich wollte gerade sagen, was liegt da drüben? Da, ein neuer Hinweis. Nein, das ist meine Brechstange, die ich einfach da liegen lassen habe. Keksdose. Erzähl mal mit der Keks. Ich würde noch mal... was würde ich noch mal tun? Muss etwas Wichtiges drin sein, die lässt sie nicht öffnen. Vielleicht geht sie auf, wenn du sie vom höchstmöglichen Ort fallen lässt. Ich bin mir sicher, da ist der Schlüssel drin.
Vielleicht gehe ich nochmal zurück. Vielleicht haben wir ja noch gar nicht alles gesehen. Vielleicht ist das hier vielleicht noch was. Tür ist verschlossen, kann aber von der anderen Seite geöffnet werden. Okay. Wo ist sie? Ja. Okay. Warte mal. Kann ich die von hier oben runterwerfen? Da ist das Fenster offen. Es macht auch keinen Sinn, oder? Das ist nicht der höchstmögliche Punkt. Das ist es definitiv nicht. Oh, sie hat mich erwischt. It's useless to run away. I'll catch you over and over again. Ich weiß halt nicht, wo man noch überall hinkommen kann. Es sind auch da hinten einfach keine Hinweise mehr. Wisst ihr, was ich meine? Also diese leuchtende Hand, die vermisse ich so ein bisschen da drüben. Vielleicht sollten wir da noch Ausschau halten. Go back to your room. Die leuchtende Hand. Das sind ja Hinweise, ganz offensichtlich, die dazu führen, dass wir gewinnen. Die leuchtende Hand. Keine leuchtende Hand. Leuchtende Hand. Ja, ist doch gut. Leuchtende Hand. Hier drüben gibt es überhaupt gar keine leuchtenden Hände. Fällt mir gerade so auf. Was halt drüben noch, wo halt drüben noch Hinweise waren, sind sie halt jetzt nicht mehr. Your time will come. Mark my words. Hier haben wir das ja ganz gut gemacht. Da kommen die weg. Als ob du weißt, dass ich hier drin bin. Also ich könnte dir einen Tipp geben, wie du die runtergefallene Keksdose dann findest. Ich könnte dir einen Tipp geben, wo du die runtergefallene Keksdose dann findest. Aber wo soll ich sie runterfallen lassen? Wo soll ich sie runterfallen lassen? Das ist jetzt mein Problem. Wo du die runtergefallene Keksdose dann findest. Wenn du das wissen willst, muss ich nachschauen. Ach, Mann. Also ich weiß nicht mehr weiter. Also ist jetzt die Option, ich schaue nach oder ihr schaut nach. Also irgendwie bin ich überfragt. Vielleicht habe ich auch irgendwas überlesen.
Vielleicht habe ich auch im ersten Haus nicht alle Hinweise mitgehen lassen. Aber hier steht, vielleicht geht sie auf, wenn du sie vom höchstmöglichen Ort fallen lässt. Und da bin ich jetzt überfragt. Was der höchstmögliche Ort sein kann. Wisst ihr, was ich meine? Also man kann aufs Dach, weiß nur nicht wie. Okay. Ja, das dachte ich mir halt auch, aber wo? Ich muss irgendeine Leiter oder sowas übersehen haben. Irgend so etwas übersehen haben. Wir sollten mehr nach oben schauen. Da oben kann ich halt, also das ist klar, aber da komme ich halt nicht hin. Leiter im Innenhof, ja, oder was ist das? Im Innenhof. Wir gehen natürlich erstmal ohne Keksdose. Wie sich das gehört. Leiter im Innenhof. Das sieht doch fast danach aus, als ob man da hoch könnte. Aber au. Leiter im Innenhof. Leiter im Innenhof. Im Innenhof. Eine Leiter. Also es gibt ja noch einen anderen Innenhof oder ein anderes draußen, sagen wir es so. Edit hier. Danach aus, dass man. Alter, guck mal, da oben kann man bestimmt auch hoch. Okay, suchen wir mal das andere draußen. Ja. Du bist genau da, wo ich lang gehen möchte eigentlich, Mann. Duselige Kuh. Man kommt aus einer Doppeltür raus und dann ist links eine Leiter. Links eine Leiter. Also das ist das andere draußen, ne? Da. Oh ja, lololol. Hier, wenn ich hier runterfalle, bin ich tot, ne? Komme ich hier mit der Keksdose hoch? Das wird doch wieder nichts, oder? Also erstmal danke für den Tipp. Vielen herzlichen Dank. Wir haben es auf jeden Fall erstmal hier hoch geschafft. Dieser Kamin sieht ziemlich hoch aus. Und wie komme ich da jetzt hin? Wie komme ich da jetzt hin? Ach so, genau. Also in diesen Kamin müssen wir das Ding schmeißen. Gut. Aha. Es gibt also Falldamage. Toll.
Wie komme ich denn jetzt wieder die Leiter runter? Ja, so. Ganz vorsichtig halt. Okay, Keksdose. Ich hoffe, ich komme mit der da hoch. Nee, warte, warte. Keksdose war andere Richtung, oder? Oder? Wo war Keksdose? Hier war Keksdose. Ich dachte kurz, da ist er. Aber nee, das war der Mutter Maria. Der Mutter. So. Gleich wird es dann schwierig. Wir müssen ja halt da runter. Und dann... Guck mal, da kraucht so rum. Die Alte. Schön. Okay. Wo ist es aufgegangen? Dann müssen wir in den Kamin rein. Okay. Aber ist der Kamin in der zweiten oder in der ersten Etage? Links. Kamin? Nee. Ich weiß, wo es ist. Wow, sie wusste auch, wo es ist. Du hässlicher alter Schachtel. And you'll be ready to work in the laundry. Tag 3. Ich komme hier noch raus. Ich komme hier noch raus. So, jetzt nur keine Flüchtigkeitsfehler machen, ne? Nur keine Flüchtigkeitsfehler machen. Einfach, safe, hier rausgehen. Ich weiß immer nicht, sind das meine Steps oder ihre? Wenn ich Steps höre. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wo sie ist. Könnte jetzt noch da unten sein. Sie einfach chillt. Nein! Ach, hör doch auf! Warum chillt sie denn da unten jetzt? Oh, sie weiß ganz genau, dass ich den Schlüssel brauche. War das jetzt der letzte Tag? Nein, Tag 4. Haben wir nach Tag 4 noch einen Tag? Ist Tag 5 der letzte Tag? Oh, ich hasse sie. Kommt auf meine Todesliste. So. Haben wir noch irgendwas zum Zerbersten hier? Als ob die jetzt hier rüberkommt. Ich habe keine Lust, den ganzen Bums nochmal zu machen. Ich weiß jetzt wie. Ich weiß jetzt wo. Und ich weiß,
noch nicht warum. Aber ich habe trotzdem keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Und ich weiß, dass sie jetzt da unten wie so ein kleiner Camper in ihrer kleinen Pützelgrube da unten rumchillt und weiß, der braucht ja nur den scheiß Schlüssel. Der kommt ja sowieso hier runter. Ich weiß, wo du bist. Und es nervt mich, dass sie jetzt da wie so ein Camper da unten chillt. So, erstmal locke ich dich raus. Hey, ich hab den Schlüssel. Und du nicht. Jetzt muss ich nur noch die Tür finden. Deine Mutter. Was ist jetzt los? Digga, Alarm. Alarm, Flucht durch den Haupteingang. Ja! Hier! Der hier! Ich hab's geschafft. Sehr schön. Ich hab's geschafft. An Tag 4. Wahrscheinlich hätte ich es auch an Tag 1 geschafft, wenn ich gewusst hätte, dass sie wie ein jämmerlicher kleiner Camper unten in diesem scheiß Raum sitzt und da nur darauf wartet, dass ich komme. Ach, nee. Nee, auf normal. Party auf normal habe ich gespielt. Zuerst habe ich es auf schwer versucht und habe es nicht hinbekommen. Da war sie zu krass. Was jetzt? Jetzt sagt mir das Spiel, ich habe doch nicht gewonnen oder was? Aha, ach so, ich habe jetzt noch mal, was freigeschaltet. Okay, um andere Sachen zu entdecken noch in der Schule. Verstehe. Flucht durch den Haupteingang. Entkomme durch den Haupteingang. Schön. Naja. War doch interessant. Also, wie sage ich das jetzt am besten? Es war interessant und ich würde aber jetzt an dieser Stelle sagen, okay, wir haben jetzt 2,5 Stunden gestreamt. Reicht für mich erstmal für den ersten Stream seit langem. Und wir machen beim nächsten Mal hier mit dem Spiel auch nochmal weiter und werden die anderen Sachen freischalten. Aber seht's mir nach, ich bin jetzt nicht der Mensch, der 4 Stunden am Stück streamt oder so. Vor allem nicht nach so langer Zeit. War für mich sehr anstrengend und ich hoffe, für euch unterhaltsam. Und ich schick euch weiter und wir machen nächste Woche Samstag machen wir den Spaß hier nochmal. Oder? Vielleicht auch dann ein bisschen länger. Oder ein anderes Game. Ich weiß noch nicht, aber ich bin hier an der Stelle erstmal raus. Wir suchen erstmal jemanden, vielleicht spielt jemand auch dieses Spiel. Wie heißt das nochmal? Evil Nun. Oder ich lasse es mit dem Raid. Wir sind 5 Personen. Oder ihr seid 5 Personen. Ist eigentlich auch. Kann man auch lassen.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Sabrina, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Ansonsten schaut auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Der Link ist in der hier in der Twitch-Beschreibung drin. Ich habe alles verlinkt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und bis dann. Ciao.